will nicht sagen, dass er besseren Spürsinn hat als ich. Vielleicht weiß er ebenso wenig von mir, wie ich von ihm. Aber es gibt leidenschaftliche Räuber, die blindlings die Erde durchwühlen und bei der ungeheuren Ausdehnung meines Baus haben selbst die Hoffnung, irgendwo auf einen meiner Wege zu stoßen. Und ein süß schmeckendes. Aber ich werde alt. Und meiner Gegner gibt es unzählige. Es könnte geschehen, dass ich vor einem Feinde fliehe und dem anderen in die Fänge laufe. Jedenfalls aber muss ich die Zuversicht haben, dass irgendwo vielleicht ein leicht erreichbarer, völlig offener Ausgang ist, wo ich, um hinauszukommen, gar nicht mehr zu arbeiten habe, sodass ich nicht etwa während ich dort verzweifelt grabe und sei es auch in leichter Aufschüttung plötzlich die Zähne des Verfolgers in meinen Schenkeln spüre. Und es sind nicht nur die äußeren Feinde, die mich bedrohen. Es gibt auch solche im Innern der Erde. Ich habe sie noch nie gesehen. Aber die Sagen erzählen von ihnen, und ich glaube fest an sie. Es sind Wesen der inneren Erde. Selbst wer ihr Opfer geworden ist, hat sie kaum gesehen. Sie kommen. Man hört das Kratzen ihrer Krallen knapp unter sich unter der Erde. Und schon ist man verloren. Hier gilt auch nicht, dass man in seinem Haus ist. Vielmehr ist man in ihren. Vor ihnen rettet mich auch jener Ausweg nicht, wie er mich wahrscheinlich überhaupt nicht rettet, sondern verdirbt. Aber eine Hoffnung ist er. Und ich kann ohne ihn nicht leben. Außer diesem großen Weg verbinden mich mit der Außenwelt noch ganz enge, ziemlich ungefährliche Wege.